Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder weiter hier. Ich hab Bock, ja. An meiner Seite sind natürlich wie immer die liebe Konsti, Doc, Oppi, Dan, Kokocass und Sam. Und heute geht es wieder darum, unserer Kolonie das Beste zu geben, das Beste zu tun, was sie denn wollen. Das Beste zu tun, was sie denn wollen. Leute, hört einfach nicht darauf, was ich so sage. Ich bin frisch aus der Sommerpause zurück. Ich kann noch nicht so gut wieder reden. Und deswegen einfach mal plätschern lassen, das, was der Typ hier labert. So wird das mal abgebaut hier. Ja, ich weiß, Konsti hat momentan sehr, sehr viel um die Ohren. Ja, viel, viel zu tun. Aber, hey, es lohnt sich. Oh nee, jetzt ist hier schon wieder eine Falle ausgelöst worden. Was ist denn da los? Den Hirsch bitte abholen. Doc. Ja, ich mache jetzt die Fallen, ist mir jetzt egal. Die Fallen, die jetzt hier fehlen, mache ich jetzt mit. Stahl. Scheiß drauf, es dauert zu lange, die aus diesen blöden Kalkstein-Dingern zu hämmern. Sorry. Ja. So, das heißt, hier sind soweit alle da. Da fehlen zwei, das ist jetzt auch nicht so teuer. Und dann kann's Konsti sich auch mal... Ah, die hat schon angefangen, hier den Boden zu glätten. Das ist gut. Wie gut ist sie eigentlich momentan? Die hört ja eigentlich gar nicht auf im Bauen. Ah, 20. Sie ist einfach der Meister, ja? Sie ist ein Genie. Sie müsste... Macht es aber dann auch schneller, oder? Dadurch wird man auch schneller dann, hoffe ich. So, weiterhin sollte Dan ein bisschen was schneidern. Das hat er gemacht. What? Habe ich den abgebaut? Was habe ich getan? Ich habe den Schneiderfisch, glaube ich, irgendwie abgebaut. Kann das sein? Das war aber ein Versehen, meine Lieben. Spades? Nein. Die Nähmaschine. Den Schneidertisch. Habe ich gerade Schneidertisch gesagt? Die Nähmaschine meine ich natürlich. Mann, wieso ist sie denn nicht aufgebaut? Jetzt sind die ganzen Sachen weg, die ich da am Schneidern war. Egal. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht wieder auswählen, dass ich keinen Syngarn und keine Nanofaser verwende. Schauen wir mal. Ansonsten war Mechanoiden einschmelzen beziehungsweise verdödeln. Aber da kam jetzt, glaube ich, nichts an Waffen rum. Kann das sein? Ich habe jetzt leider nicht genau beachtet, was dabei rumkam, aber es kam, glaube ich, Stahl und Bauteile dabei rum. Ich weiß halt nur nicht, wie viele letztlich. Aber okay, wir haben hier noch. Was hatten wir denn hier? Wir hatten doch hier eine Powerkralle. Genau, die haben wir noch übrig. Die ist auch krass. Die ist auch krass. Weiß noch nicht, wie was wir damit anfangen. Vielleicht implantieren wir die irgendwem mal irgendwann. Möglich ist es. So, und das ist, je heller das wird, desto weiter ist das. Das habe ich jetzt verstanden. Oppi hat halt momentan sehr, sehr viel mit den Feldern um die Ohren, deswegen hackt er hier nicht die beiden Steine da weg. Aber okay. Konsti ist fertig mit den Fallen, das ist auch gut. Hier ist jetzt auch wieder safe. Soweit. Das sieht doch alles ganz, ganz solide aus, was wir hier aufgebaut haben. Momentan ist es auch sauber. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Forschung? Wir haben lange nichts mehr geforscht. Es ist auch eine aktiv. Welche denn? Urankugel geschützt wurden. Gut, das ist auch tatsächlich nicht so wichtig. Aber wir werden das natürlich jetzt mal fortsetzen. Wobei Doc gerade auch das unsere Heimat sauber hält. Aber okay, wir machen jetzt mal. Doc muss jetzt mal wieder forschen. Die ist nur noch Level 19. Das ist ja nicht mehr so gut. Aber okay. Jetzt hat sie wieder Forschen auf 1. Gut. Wir machen mal schneller. Denn die nächste Nacht bricht jetzt langsam herein. Wenn wir das Essen so ein bisschen im Blick halten. Ich habe aber immer noch nicht ganz raus. Warte mal, da ist die Nähmaschine wieder. Bitte lass die Sachen da sein. Yes! Sie sind alle noch da. Ein Glück. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe immer noch nicht ganz raus. Wie viel Hopfen wird denn für Bierwürze benötigt? Und da fehlt auch ein Stuhl. Möbel, Stuhl.
So, einmal mal einen Stuhl dahin setzen noch. Ich hätte auch einen umstellen können. Hier sind sehr, sehr viele Stühle. Aber okay. Schokolade muss sogar nicht gekühlt werden, tatsächlich. Ist auch nicht schlecht. Sam verbringt die Nacht wieder damit, leckere, üppige Mahlzeiten für meine Kolonisten zu kreieren. Wir müssen mal gerade meine Tiere auch nochmal angucken. Haben die hier, die können nämlich auch schon langsam was tragen üben. Das ist ja nicht schlecht. So, die sind in der Wolfszone, die sind im Außengehege, alles gut. Safe Zone ist hier ja drin, falls mal irgendwas passiert. So. Ah, ich fühle mich gerade gut. Meiner Kolonie geht's gerade gut, glaube ich, oder? Es läuft gerade alles nach Plan. Nichts Außergewöhnliches. Ich werde jetzt der Konsti wird jetzt erstmal hier komplett alles durchdödeln, was jetzt hier zu machen ist, ehe wir den Tiefenscanner bauen. Ich möchte, dass das fertig ist. Da bin ich perfektionistisch, meine lieben Freunde. Jagen müssen wir momentan eigentlich auch nicht. Die Kammer ist eigentlich voll mit Wild und allem Möglichen. Pippi hat ein Junges zur Welt gebracht. Wer war Pippi? War das hier, ein Muffalo-Kalb? Ja, wir müssen vielleicht dann auch demnächst mal wieder wie heißt der? Das ist ein Weibchen. Die heißt Grundhilde und wir müssen demnächst mal wieder Muffalos killen, habe ich das Gefühl. 1, 2, Isolde und Günther, das sind ja, glaube ich, die mit denen wir auch gestartet sind damals. Muffalo-Kalb 2, wieder ein Weibchen. Hermine. Also, wir haben tatsächlich nur Reingard, den jungen Bullen, und Günther, den Bullen, der sich zwischen Isolde, Muffi und Pippi entscheiden kann. Das heißt, wir sollten vielleicht Günther und Reingard auf keinen Fall killen. Wie alt ist Pippi? 1. Wie alt ist Isolde? Ist auch schon 11. Wie alt wird denn so ein Muffalo eigentlich? Und Muffi ist 2, die ist auch hier geboren bei uns. Ja, vielleicht sollte man über Isolde langsam mal nachdenken. Sie hat uns einen guten Dienst erwiesen, das stimmt schon. Aber ich weiß halt auch nicht, wie alt so ein Muffalo wird. Steht das hier? Gewicht, Körpergröße, Lebenserwartung 15. Also auch nicht mehr so alt wird sie. 4 Jahre noch. Aber gut, lassen wir sie noch ein bisschen leben. Noch können wir sie leben lassen, noch haben wir genug Material, um unsere Muffalos hier durchzubringen. Was wir jedoch machen müssen, ist mal wieder Trockenfutter kreieren. War das hier? Produziere Trockenfutter, yes. Mach das mal, 15 Mal. Sam geht aber jetzt gleich pennen, dann macht Kuro weiter. Mach mal Trockenfutter. Trockenfutter! Konsti ist hier am Werkeln in der Kühlkammer. Das ist natürlich ein Problem, weil es halt echt kalt ist da drin. Vielleicht sollte sie sich einen Parker dafür anziehen. Was macht sie jetzt? Da ist schon wieder irgendwas durchgedödelt. Wie kam denn der Strauß oder der Truthahn so weit? Alter, dieser Truthahn ist einfach über 1, 2, 3, 4, 8, 12 Fallen gescheppert. Das ist ja ein richtiger Tänzer gewesen, der Truthahn. Mein lieber Scholli, ey. Ein wahrer Tänzer vor dem Herrn war das. Krass. Krasser Truti, ey. Mein lieber Scholli. Ich find's gut. Hat das auch verdient, so weit zu kommen. Ja. Aber was will er hier eigentlich? Ja, es ist doch... Jetzt dürft ihr eigentlich hier nichts mehr durchdödeln. Was war hier nochmal los? Das war eine Plage, oder? Das war ein Eichhörnchenangriff, war das, meine ich, ne? Ich muss mir noch irgendein System entwickeln, wie wir dann im Winter mit umgehen. Dass die hier nicht... Vielleicht mache ich da einfach zu. Ist hier eigentlich eine Wand kaputt gegangen? Es sieht fast danach aus, aber auch egal. What the fuck passierte jetzt? Alter, da ist ein Blitz komplett in meine Solaranlage reingedödelt.
Kann mal bitte jemand noch weiterkommen hier? Außer Oppi vielleicht? Cass? Bitte mal ganz schnell hier das Feuer ausmachen. Vielen Dank. Da brutzelte ordentlich die Solaranlage. Konsti hat einen Stuhl meisterlich hergestellt. Sehr gut. Für die Hopfen. Die Hopfenvernichtung. Ja, die hat noch einiges zu tun. Und übrigens, wir sollten vielleicht... Hat nicht irgendjemand... wir brauchen noch irgendjemand, der bauen kann auch. Tatsächlich kann Offi ziemlich gut bauen sogar. 9. Aber Offi hat genug anderes blöd zu tun. Das können wir ihm jetzt nicht auch noch zumuten. Es ist momentan ein trockenes Gewitter, meine lieben Freunde. Also keine Panik. Dan macht weiter mit dem Schneidern, damit hier mal wieder ein bisschen was rankommt an Kleidung. Ja, wir müssen Waffen verkaufen. Wir haben hier so viele dumme Waffen rumliegen. Unglaublich. Was ist hier denn weg? Hä? Was fehlt denn hier? Bin ich jetzt komplett wahnsinnig? Wieder irgendwas abgebaut? Was passiert hier? Was fehlt hier? Okay, testen wir es, gucken wir es. Produktion. Also, Bildhauer. Haben wir da. Schlachtbank ist unten, Nähtisch. Nähmaschine haben wir, Schmiede. Müsste das hier sein. Schmiede elektrisch müsste das hier sein. Dann Mechanikwerkbank ist da oben. Herd, Herd, Steinmetz haben wir. Brauerei haben wir. Drogenlabor. Das Drogenlabor haben wir nicht. Schmelzofen haben wir. Biotreibstoff. Ach, finde ich, habe ich auch noch nicht gesehen. Den Arbeitstisch haben wir. Hightech, bla bla bla. Also es fehlt einfach nur La Drogenlabora. Wenn ihr mich fragt. Nee, das ist da unten. Es fehlt nichts. Raffiniert biologische Materie wie Holz, Pflanzen zu Kraftstoff. Kann ich den Hopfen da reinschmeißen? Ja, vielleicht mal eine Idee. Ach, hier ist der Tiefenbohrer. Ja, ist ja jetzt auch egal, aber was fehlt hier? Hier fehlt nichts. Also ich wüsste gerade nicht, was hier fehlt. Strange. Ein bisschen strange, da fehlt irgendein Tisch. Aber ich weiß nicht, welcher Tisch dort fehlen sollte. Das heißt, wenn ein Blitz wirklich genau auf einen Kolonisten einschlägt, ist der dann tot? Oh Leute, was ist hier? Ah, es fängt an zu regnen. Ein Glück. Trockenfutter haben wir auch wieder produziert. Sehr gut. Für meine Dogs. Sag mal, Dan, bist du bald mal durch mit deinem Schneiderei-Gedöns hier? Wir müssen auch mal wieder Kreaturen schlachten. Ist zwar noch einiges an Fleisch da, aber müssen wir im Auge behalten, den ganzen Mumpitz. So, und Doc forscht mal wieder.
Und es gibt bald neue Cowboy-Hüte. Was ja auch nicht schlecht ist. Für die Sommerkollektion. Wenn wir mal hier, die sind ja glaube ich nicht so intensiv, für jeden mal einen Cowboy-Hut hier nochmal produzieren, ist vielleicht nicht das Falscheste. Ich muss auch ein bisschen auf den Schick achten in meiner Kolonie, das ist ja auch wichtig. Obi hat echt mit den Feldern aber jetzt wieder komplett alle Hände voll zu tun. Also was ich am ehesten bräuchte, wäre noch ein weiterer Bilder. Ja, dann noch vielleicht jemand, der sich um Felder kümmern kann, weil Dan ist halt, der kann das zwar, aber der ist halt hier in diesem Raum beschäftigt. Cass hat mit den Tieren viel zu tun. Also, muss man mal gucken. Und um die Tiere muss ich halt gekümmert werden. Deswegen, das ist mittlerweile ein Vollzeitjob für Cass. Obwohl er ja unser Künstler ist. Also wenn wir mal wieder Kunstwerke bauen, dann ist natürlich Cass dann wieder gefragt. Jetzt sehen wir auch schon, wie die Kolonie wieder zugemüllt wird, weil Doc halt am Forschen ist. Er hat eine meisterliche Jacke hergestellt, der gute Dan. Das ist natürlich nicht schlecht. Hat immer noch nicht alles bestellt. Hier fehlt noch was, hier fehlt noch was. Also es ist echt krass viel Arbeit, der ganze Lörres. Das muss man einfach auch mal so sagen. So ist jetzt bald mal das Trockenfutter fertig. Was haben im Untergrund gefangen? Du bist doch nicht gefangen. Und der Blödsinn. Ich würde sagen, Doc, mach nochmal sauber. Bin echt dreckig und ehe wir hier Infektionen bekommen und so ein ganzes Blöd, wäre das vielleicht nicht so schlecht. 153 Bier wieder auf der hohen Kante und das fermentiert hier vor sich hin. Wie gut ist Cass eigentlich mittlerweile mit den Tieren? 16, der ist auch schon echt gut geworden. So, und Doc macht hier mal ordentlich sauber. Schöne Nebelschwaden hier im Frühling, die über unsere Kolonie hinwegziehen. Und Consti ist wieder am Boden glätten, im Lager. Das ist gut. Kann man auch am Boden rein verlegen irgendwann mal. Moment mal, ich muss auch mal gerade gucken, Oppi. Du hast aber auch gar nicht Feldarbeit auf 1. Doch, Bergbau ist auch auf 1. Okay. Alles gut. Ich dachte schon, du hättest das gar nicht an, aber hast du. So, da liegen auch schon wieder die ersten Cowboy-Hüte rum. Ist die Aufgabe schon erledigt? Einmal noch. Schöne, gute, exzellenter hier sogar. Exzellent. Der hat hier, die haben ja alle irgendwie eine Mütze an. Eine Stoffmütze. Na gut, im Winter war das auch sinnvoll, aber vielleicht ziehen sie sich im Sommer ja einen schönen Cowboy-Hut an. Man wird sehen, wir warten ab. So, Hopfen, wie viel noch? 2200. Also es wird weniger. Es wird weniger und es wird mehr Bier und wir kriegen durch Bier schon Geld. Haben wir ja einmal gesehen. Schon, das war ordentlich viel Geld. Wenn mal wieder die bierdurstige Fraktion auftaucht, dann haben wir gut vorgesorgt. So, Aufgabe beendet mit dem Cowboy-Hut. Das ist gut.
kann er sich jetzt endlich wieder anderen Dingen widmen, wie hier die Sachen einschmelzen, die Sachen zu Stein verkloppen. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Wir haben hier noch Granit, 2. Kalkstein haben wir hier noch, 2. Marmor, 4. So, müsste eigentlich erstmal reichen. Dann sind die Steine hier auf jeden Fall weg. Aber jetzt bricht erstmal wieder eine neue Nacht ran, herein. Und ich würde mal gerade schauen, wie lange diese blöden Skelette hier liegen. Die nerven mich nämlich tierisch. Ja, da wird wohl noch was dauern. Das wird wohl noch was dauern. Hier ist ja auch noch einiges, was hier rumfliegt. An totem Getier. Ach, Muffy ist schon wieder trächtig. Und Sam ist wieder am Kochen. Die üppigen Mahlzeiten haben sich auch wieder um 20 vermehrt. Ja, noch so Rauchblattzeug und Psychoidblätter, die kann man auch mal irgendwann verkaufen. Kann ich mir nicht gebrauchen. Und hier können wir mal einstellen, dass Schlachten wieder begonnen wird, damit wir hier mal die ganzen Tiere wegkriegen, sondern da nur noch Fleisch liegt. Und die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei hier bei RimWorld. Ich hatte wieder viel Spaß und nehme weiterhin auch im Balk auf. Das heißt, ich kann immer noch nicht auf eure Kommentare antworten. Leider. Tut mir leid. So. Aber ich habe gerade Bock. Ja, ich habe so lange nicht aufgenommen, da muss man jetzt einmal hier so richtig viele Folgen hier machen. Einfach mal machen. Aber es ist ja momentan noch, es sind keine schwierigen Entscheidungen. Ja, es läuft alles. Ist doch alles in Ordnung. Also, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Brilli.